Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Liebe Zuschauer, als ich Martin Hoog zum Interview in unser Studio in Magdalenenlusterweg 15a einladen wollte, sagte er spontan, ach, das ist doch gleich neben dem Angelladen. Na klar, als Angler kennen Sie natürlich den Anglerladen. Sie sind der Vorsitzende des Sportanglerclubs Güstrow. Stellen Sie den Verein doch einmal kurz vor. Ja, zusammen mit 8 Angelfreunden haben wir am 23.08.2018 den Sportanglerclub neu gegründet. Wir sind aktuell ca. 250 Mitglieder. Das hat sich in diesem Jahr sehr schnell gefüllt mit der Teilnehmerzahl und Mitgliederzahl. Wir sind ein ortsoffener Angelverein und bieten von Jung und Alt eben jedem den Zugang in unserem Angelverein. Der Sportanglerclub gehört ja als freier Verein zum Landesangelverband. Welche Vorteile hat denn das? Na, wir profitieren natürlich durch die Mitgliedschaft beim LAV von einer starken Gemeinschaft, weil wir dort eben über 600 Angelvereine mit weitaus über 43.000 Mitgliedern haben. Das ermöglicht eben den Angeln oder den Anglern, dass sie eben zu moderaten Preisen an zahlreichen interessanten Gewässern im ganzen Bundesland eben fischen können. Weiterhin ist der LAV ja auch ein starker Partner in der Kinder- und Jugendarbeit. Er stellt uns eben mit Materialien zur Verfügung, ermöglicht uns Fortbildung und unterstützt uns auch finanziell bei zum Beispiel diesen Kinderangellagern. Angler ziehen ja nicht nur Fische aus dem Wasser, sie setzen gelegentlich auch welche hinein. Wie sieht denn das bei Ihrem Verein aus? Als Mitglied des Landesanglerverbandes entrichten wir einen Teil des Mitgliederbeitrages auch an den LAV zurück. Und der führt mit diesen Geldern eben diese Hege- und Pflegemaßnahmen an den Gewässern durch. Und eben ein Teil fließt dann eben als Besatzmaßnahme in die zahlreichen Gewässer hier im Land. Und die ortsansässigen Angelvereine unterstützen diesen Besatz und helfen eben beim Entlassen in die Gewässer mit Booten oder an den Steganlagen oder sonstigen Uferanlagen. Herr Hoog, wie sieht denn das gesellige Leben in Ihrem Verein aus? Trifft man sich nur zum Angeln oder auch zu anderen Aktivitäten? Wir sind ja noch ein sehr junger und neu gegründeter Verein. Das heißt, wir verfügen noch nicht selber über ein eigenes Vereinshaus oder Vereinsgrundstück. Das grenzt unsere Möglichkeiten natürlich ein. Wir nutzen dazu eben die Gemeinschaftsangelveranstaltungen oder auch die Angelferienlager, dass man dort eben auch nach dem Angeln mal zusammenkommt, eine Bratwurst grillt, die Angel eben eingepackt lässt und dann eben gefachsimpelt wird über die Fänge, die jeder Angler dann eben gefangen hat. Ein Problem vieler Vereine ist ja die Gewinnung junger Mitglieder. Oder anders gefragt, wie sieht das bei Ihnen aus? Wie wollen Sie Kinder und Jugendliche für Ihren Sport begeistern? Na, wir nutzen in diesem Fall das Angebot von Angelferienlagern. Das heißt eben, einmal im Jahr findet in unserem Verein an einem Gewässer hier im Landkreis Rostock ein Ferienlager statt, meistens immer die erste Ferienwoche. Das ist eben eine gute Möglichkeit, die Kinder schon eben im geringen Alter an das Angeln heranzuführen und eben auch praktisch auszubilden. Und aus den Erfahrungen der letzten Jahre kann man eigentlich sagen, dass die Kinder regelmäßig jedes Jahr sich wieder anmelden, weil denen das eben so einen großen Spaß und Freude auch bringt und eben da auch schon eine eingeschworene Truppe entstanden ist. Ja, dazu passt meine letzte Frage, die auch ein bisschen eine persönliche ist. Wie sind Sie denn überhaupt zum Angeln gekommen? Ja, ich bin eigentlich sehr spät erst zum Angeln gekommen. Ich habe die Möglichkeit des Touristenfischereischeins zum Anfang genutzt und bin dann eben ja, in den Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten losgezogen. Aber dieses Hobby hat mich so doll gepackt, dass ich mich dann doch entschlossen habe, auch einen Vorbereitungskurs mit Prüfung zu machen und habe dann so eben den Fischereischein erworben. Und seitdem bin ich eben sehr aktiv von Ufer, vom Boot oder auch mal mit den Kindern dann unterwegs hier auf den Gewässern im Landkreis. Dankeschön, Herr Hoog, für das Gespräch. Ja, ich wünsche, wie sagt man als Petri-Jünger, Petri Heil? Petri Heil, genau. Okay, im Moment ist ja, glaube ich, Pause auf dem See, aber wenn es dann wieder losgeht, dann ein kräftiges Petri Heil. Ja, Petri, Dank. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.